Schnuckis, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Diamond Painting Tagebuchteil. Willkommen in meinem Chaos. Ich habe hier gerade die Candy Stones einmal abgefilmt, vorbereitet, hier in die Dinger reingetan und ein kleines Video davon gedreht. Das habt ihr vielleicht auch schon in der Woche jetzt auf den ganzen anderen Kanälen gesehen, aber ich möchte es euch gerne hier auch nochmal zeigen, und zwar den Unterschied zwischen normalen Stein, AB-Stein und Candy Stones. Schnick, schnack, schnick, schnack. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Mal gucken, ob ihr das so richtig sehen könnt. Moment, jetzt zoomt er nicht genug ran. So, jetzt. Wunderschöne Steine sind das. Und wo habe ich jetzt meinen Stift gelassen? Hier hinten. Sorry, wenn es jetzt ein bisschen wackelt. Ist gar nicht so leicht, hier die Hand still zu halten. Also hier vorne haben wir einmal den AB-beschichteten Stein. AB steht für Aurora Borealis. Und das bedeutet übersetzt Polarlicht. Und diese Steine haben eine schimmernde Beschichtung, die quasi dem Schimmern der Polarlichter nachempfunden ist. Deswegen heißen die AB-Steine. Hier seht ihr einen in Anführungsstrichen ganz normalen Stein. Und hier haben wir einmal einen Candy Stone. Die sehen so ein bisschen aus, so wie die Neonsteine. Die sind so ein bisschen auch durchsichtig und haben dann diesen Glitzer da mit drin. Sieht richtig, richtig toll aus. Und nicht zu verwechseln mit den Feenstaubsteinen, die Fairy Dust Steine. Die sind quasi so wie die normalen Steine und haben dann nochmal Glitzer oben drauf oder so eine Glitzer-Pulverbeschichtung. Eine Glitzer-Pulverbeschichtung, schwieriges Wort. Und so unterscheiden sich die Steine. Das ist alles echt spannend und ich müsste euch eigentlich auch nochmal die Neonsteine zeigen und die normalen weißen Nachtleuchten und so weiter, damit ihr mal so einen kleinen Eindruck noch bekommt. Ich hoffe, ich denke die Woche nochmal dran, das nochmal zu machen. Wenn nicht, dann erinnert mich in den Kommentaren. Dann versuche ich das beim nächsten Tagebuchteil mit einzubauen. Achso, und genau, apropos, die Metallic-Steine, die will ich euch dann natürlich auch nochmal zeigen im direkten Vergleich. Siehst, das hätte ich fast vergessen. So, aber schaut mal nochmal hier. Ich habe euch die anderen Candy Stones auch nochmal rausgeholt. Bei Kaya haben wir nämlich einmal so einen schönen Neon-Orangeton mit dabei, den blauen und einmal diesen weißen mit dem goldenen Glitter. Richtig schön und ich bin gespannt, wie die nachher in dem Bild aussehen werden. Aber es dauert noch, bis wir zu diesen Symbolen kommen. Also noch, glaube ich, werde ich sie nicht verarbeiten. Ich bin jetzt übrigens so weit. Das ist der aktuelle Stand. Und wir haben es Sonntagabend. Also ich würde sagen, Zeitraffer an. Stoppuhr liegt bereit. Und let's go. Viel Spaß beim Zeitraffer. Schnuckis, wir machen einen kleinen Sprung. Wir sind hier schon am Dienstag in der Halle jetzt. Es ist Feiertag und ich bin alleine hier. Feiertag, Pablapap, keine Zeit. Hier muss alles raus. So, was mache ich hier heute? Ich will mich heute noch um die Einhorn-Mystery-Boxen kümmern, dass die fertig gepackt werden. Habe ich richtig Bock drauf. Ich liebe Mystery-Boxen packen. Richtig geil, diese schöne Fließbandarbeit, monoton, tak, 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 lieb ich einfach. Außerdem werde ich noch weitere Pakete packen, Etiketten drucken und. Also ich werde heute den ganzen Tag gut beschäftigt sein. Was muss, das muss. Denn was ihr noch nicht wisst, ich werde am Freitag in den Urlaub fahren mit meiner Family. Deswegen habe ich noch ganz viel vorzubereiten und kann mir den Tag heute auch nicht frei nehmen. Möchte ich auch nicht, da ich ja dann schon am Freitag fehle. Und es soll hier alles weitergehen. Wir haben genug zu tun. Wir haben nach wie vor Krankschreibungen und laufen so nicht ganz auf voller Kraft und deswegen müssen hier eben auch Sonderschichten eingelegt werden. Und das Schöne ist, dass meine Packfeen da gar kein Problem mit haben, also nicht heute am Feiertag, aber so generell auch mal das ein oder andere Stündchen länger zu arbeiten, das finde ich mega und so kommen wir auch relativ gut voran. Und dadurch, dass ich jetzt nächste Woche im Urlaub bin, könnte es passieren, dass ihr nächste Woche keinen Tagebuchteil bekommt. Bereitet euch schon mal drauf vor. Eventuell kriege ich noch irgendwas auf dem letzten Drücker gestartet und vorgedreht, aber ich glaube nicht dran und auch so würde es sonst nächste Woche ruhig werden. Ich
habe kein Content vorgedreht, ich mache Piano und will einfach nur mal entspannen. Ich lege das Handy beiseite und will mal eine Woche lang nichts wissen. Und ich hoffe, ich werde auch nichts wissen müssen. Leider ist es jetzt auch so, dass die Weihnachtsware erst nach meinem Urlaub gelauncht wird. Ich habe gedacht, die kommt diese Woche noch an. Das war alles geplant, dass sie Mittwoch eintrifft, dass ich noch ein bisschen Zeit habe, die Artikel vorzubereiten, die Produktbeschreibung anzulegen und so weiter und dann noch vor meinem Urlaub rausschießen kann. Aber leider gibt es keine freien Speditionen und deswegen kommt die Ware erst in der Woche, wenn ich im Urlaub bin. Könnte man ja sagen, stell doch trotzdem online, aber da habe ich keine Produktfotos, weil ich die ja alle selber mache, die Bilder. Und das würde schon irgendwie merkwürdig aussehen, wenn ihr plötzlich eine fremde Hand auf diesen Produktfotos habt. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass die Stefanie das sehr gut hinbekommen könnte oder würde. Und naja, nur ist das so. Eigentlich müsste die Weihnachtsware längst rollen, aber ihr merkt, es läuft halt nicht immer alles rund und auch nicht so, wie man sich das vorstellt. Ist so. Ja, also ich lege jetzt los, ich packe die Boxen. Ich kann euch natürlich hier nicht viel zeigen, denn der Inhalt der Box ist wie immer geheim. Und dann gucke ich mal, ob ich hier heute noch irgendwas Schönes finde, was ich euch noch so erzählen kann. Ob ich was Schönes finde, was ich euch erzählen kann. Also entweder sage ich, ob ich was Schönes finde, was ich euch zeigen kann, oder ob mir noch was einfällt, was ich euch erzählen kann. Oje, oje. Heidewitzka, Schnuckis. Heute gibt's im Tagebuchteil mal eine kleine Einpacksequenz. Denn die liebe Jacqueline ist hier ganz dezent eskaliert und hat so krass viel bestellt. So eine Wahnsinns-XXL-Bestellung hatten wir lange nicht mehr. Das ist echt krass. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich suche die Sachen erstmal zusammen und dann gucke ich mal, was für einen großen Karton ich brauche. Aber ich wette, es ist der größte, den wir hier auf Lager haben. Jacqueline, oh Gott, ich muss hier unbedingt mal die Regale wieder auffüllen, ne? So, wir brauchen einmal unsere Eule Erna. Halt, verkehrt, das ist die mit eckigen Steinen. Ich brauche sie einmal mit runden. Das ist hier ein Chaos, sage ich euch. So, hier haben wir Erna mit runden Steinen. Wir brauchen auch den passenden Coverminder. Das ist nicht der passende Coverminder, aber den brauchen wir auch. Hä, hier lag doch letztens noch Erna. Einmal nicht hingeguckt, ist hier alles einmal umgeräumt. So, das ist unsere kleine süße Erna. Aber wie gesagt, wir brauchen Igelmummel sowieso und auch mit runden Steinen. Und dann haben wir alles schon schön beisammen. So, diese beiden Bilder samt Coverminder sind der erste kleine Bestandteil dieser riesengroßen Bestellung. Wir brauchen noch einmal die Stoppuhr in rosa. Einmal den Mini-Löwen. Ich weiß gar nicht genau, wo der jetzt hinsortiert wurde. Sag mal. Hä? Bin ich denn doof? Eigentlich liegt er da, wo er immer liegt. Das hatte ich bloß vergessen. So, das ist unser Mini-Löwe. Ist auch ein Aufsteller. Außerdem brauchen wir die beiden Halloween Secret Picture und einmal das Halloween-Bild. Boo! Zack. Panda Kaya, Coverminder und Bild. Auch die Best Friends Asseln gehen samt Coverminder und Bild hier raus. Und einmal die Crazy Cat. Einmal unsere Giraffe Ginger. Außerdem noch die Nilpferde und einmal Tuffy. Und ich komme hier kaum noch an. Hilfe. Ja, und übrigens, mitten im Chaos liegt hier mein geliebtes Mandala-Bild. Wir hatten tatsächlich das Problem, dass einer Kundin Steine fehlten, und zwar diese Sondersteine. Und beinahe hätte ich meine eigenen hier vom Bild abgepult und ihr zugeschickt, weil wir keine mehr gefunden haben. Und in letzter Sekunde haben wir dann aber festgestellt, dass wir die Bilder vertauscht haben. Sie hat gar nicht mein Bild, sondern das andere Mandala. Und die Steine, die sie dafür benötigt, die haben wir dann doch noch gefunden. Also, das war knapp. Ich hätte tatsächlich für euch mein eigenes Kunstwerk verschandelt. So ist sie. Okay, das sind übrigens noch die passenden Coverminder zu den Bildern. Und als sie diese große Bestellung aufgegeben hatte, war der Coverminder von Giraffe Ginger ausverkauft. Und
den werde ich ihr natürlich noch oben drauf mit reinlegen. Der ist mittlerweile wieder eingetroffen, den konnte sie quasi nicht bestellen. Und als kleine Überraschung, als kleines Dankeschön packe ich ihr den noch mit rein. Da ist das gute Stück. Und alle Bilder, die ihr jetzt hier gesehen habt, sind auch noch im Shop verfügbar. Und den Coverminder werde ich auch noch online stellen. Allerdings erst, wenn das Paket rausgegangen ist und Jacqueline nicht plötzlich schon diesen Coverminder nachbestellt hat. Da kann ich mir vorstellen, dass sie da ganz flink ist. Wenn ihr der in der Sammlung noch fehlt, dann wird sie bestimmt ganz schön aufs Knöpfchen drücken. Und das will ich verhindern. So, also aber spätestens am Sonntag, wenn ihr den Tagebuchteil seht, dann ist Ginger auch wieder online. Und falls nicht, dann müsst ihr mir ganz schnell schreiben, dann mache ich das ganz fix. Der Artikel, der die Bestellung jetzt komplett macht, ist einmal der Halloween Ergo Stift. Und jetzt guckt euch mal diesen Batzen an. 11 Bilder, diverse Coverminder, einmal ein Aufsteller und Stift, das ist der absolute Hammer. Also vielleicht, oder ich vermute, vielleicht hat Jacqueline auch für Jacqueline wollte ich sagen, Menschenskinder, vielleicht hat Jacqueline auch für ihre Freunde mitbestellt oder das sind schon Weihnachtsgeschenke, ich weiß es nicht, also das ist wirklich krass. Ich frage mich, wann hast du die Zeit, das zu painten? Ich meine, davon ab, viele von euch, glaube ich, besitzen gefühlt alle Bilder, die ich mal rausgebracht habe und das ist wirklich beeindruckend. Wie krass ihr auch diese Motive alle feiert und immer so abgeht. Also mega, mega, mega. Jacqueline, ich bin sprachlos. Vielen lieben Dank für deine krasse Eskalation. Und ich habe tatsächlich im Shop gesehen, dass deine nächste Bestellung schon wieder drin ist. Wupp, mega. Und ja, Schnuggis. Guck gerne bei mir im Shop vorbei. Falls euch die Bilder interessieren. Also es sind noch ein paar da. Also eigentlich sind von all Bildern, die ihr gesehen habt, ist noch ein guter Bestand da. Bis auf die Secret Picture. Die sind, glaube ich, schon eventuell ausverkauft. Aber der Rest, der ist noch da. Ach so, wir wollten das ja noch gemeinsam einpacken, ne? Guck mal, ich muss mal hier hinten irgendwo reinfummeln. Das ist hier, glaube ich, der passende Karton dafür. Oh ne, der ist da hinten noch zusammengetackert. Schere, Schere, ich brauche eine Schere. Das ist ja auch der größte Karton, den wir hier im Lager haben. Och, es geht nicht. Geht's nicht mit einer Hand? Ach Mensch. Nee, ja, man muss nur meckern. Dann geht wieder einiges hier. So, also, das ist der riesengroße Karton und ich gehe mal stark davon aus, dass da alles reinpassen wird. Schaut mal, wie schön das aussieht. Ich sehe hier nur noch pink, weiß und blau. Tini Schnickschnack. Also, nochmal, Jacqueline, ganz lieben Dank für deine krasse Bestellung. Reichlich gedruckt, reichlich gepackt. Jetzt will ich euch nochmal meinen nächsten Arbeitsplatz zeigen. Jetzt bereite ich gerade die Kartons für die Mystery Boxen vor. Das heißt, ich stehe hier, falte fleißig, gucke nebenbei meine Trash-Sendung und ja, dann geht's nachher los ans Befüllen. Da kann ich euch natürlich nicht mehr viel zeigen. Aber oh, ich lieb's. Egal, ob Kartons falten, Kartons packen und ach, es macht einfach so viel Spaß. So, meine lieben Schnuckis, dann habe ich hier noch so ein kleines Leckerli für euch. Nochmal so ganz spontan würde ich zwei neue Bilder launchen. Irgendwie ist das Licht hier gerade nicht so schön, aber ich hoffe, dass das trotzdem sehr gut rüberkommt. Von den Bildern her und den Farben her. Also wir haben hier wieder Motive von Sandrietta. Und beides richtig schöne, bunte Bilder. Ich fange mal mit dem Auge an, mit diesen wunderschönen Regenbogenfarben. Ein 50x50 cm großes Bild. Wir haben 60 Farben. Und jetzt muss ich mal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 AB-Farben sind damit bei. Und bei dem anderen Bild, ach, ich kann es auch verraten, was es ist. Es ist ein Kolibri! Richtig hübsch, ein Kolibri. Und ich hoffe, dass das mal andere Bilder sind und ihr mal sagt, oh, mal nicht diese ganzen kitschigen Tiermotive, die Tini sonst so hat, sondern mal ein bisschen was anderes. Und auch da haben wir die große 50x50 und hier sind es 62 Farben. Und wir haben hier 4 Metallic-Farben mit dabei. Und ich packe die gleich mal aus und dann gucken wir uns die Farben mal an. Oh mein Gott, wow. Das Auge ist hier auf der Leinwand schon so krass. Guckt euch das an. Hier alles, die Pupille, das ist ja Wahnsinn. Oh ja, das gepainted sieht bestimmt heftig aus. Richtig, richtig heftig. Glasklarer Druck, alles gut zu erkennen. Ich hoffe, wir haben nicht wieder irgendwelche doppelten Symbole. Ich überfliege das hier mal ganz fix, aber ich glaube, das sieht ganz gut aus.
Oder habe ich hier eben ein E gesehen? Hier ist ein E und habe ich noch ein E gesehen? Nein. Puh, ich habe jetzt immer Schiss, dass wir doppelte Symbole haben, ey. So, da haben wir nochmal die Steine. Beide Bilder sind leider wieder nur mit eckigen Steinen verfügbar. Und auch da wieder sehr schöne Farben. Alles querbeet, also wirklich, das ist ein richtig kunterbuntes Bild. Und 7 AB-Farben sind inklusive. Das ist ja auch ein schöner Orangeton hier. Genau, so, okay. Dann haben wir natürlich auch wieder die Sticker-Legende mit dabei. Da sind die Stickers. Genau, so, und dann packe ich jetzt den Kolibri aus. Ich bin sehr gespannt auf die Metallic-Steine. Uhlalala. Auch wunderschön. Ein schönes florales Bild, mal was ganz anderes. Und der sieht so hübsch aus. Und ich habe eben schon bei den Metallic-Farben geluschert. Oh Gott, Schnuckis, die sind so, so schön. Oh, wartet, das ist so schwer. Ich glaube, ich muss die auspacken. Wartet, ich packe die aus. Oh mein Gott, ein lila Ton. Einen richtig schönen dunkelroten Ton. Der ist hier zauberhaft. Das ist so ein bisschen lila-rosa. Oh Gott. Und ein gelb-goldenen Ton. Richtig schön. Oh, also irgendwie Metallic-Steine, ne? Mag ich. Mag ich sehr. Habe ich ja selber aber noch nicht gelegt. Ich weiß gar nicht, ob die sich so verhalten wie AB-Steine, dass die ein bisschen schwieriger zu painten sind, im Sinne von, dass die schnell das Wachs abnutzen. Vielleicht habt ihr schon Erfahrungen gemacht, dann schickt mir das gerne mal, schreibt mir das mal in die Kommentare. Aber vielleicht sind die auch ganz easy pupisi. Oh Gott. Ja, schön, schön, schön. Also, Schnuggis, die Bilder sind jetzt auch verfügbar. Und gerne schreibt mir auch eure Meinung dazu in die Kommentare. So. Damit würde ich jetzt den Tagebuchteil beenden. Ist nicht ganz so lang geworden wie die letzten Tagebuchteile. Denkt dran, ich bin nächste Woche nicht am Start. Es wird sehr, sehr ruhig werden auf meinem Account. Ich werde auch nicht viel hochladen, nicht viel posten. Und eventuell wird nächste Woche Sonntag auch kein Tagebuchteil online kommen. Es kommt drauf an. Also ich sag mal so, nächste Woche soll die komplette Weihnachtsware ankommen. Und vielleicht schaffe ich es dann am Wochenende noch in die Halle und da noch ein bisschen was abzufilmen und vielleicht so eine kleine Sondersendung zu machen. Wäre auf jeden Fall so mein Ziel, mein Plan. Wäre cool, wenn ich das schaffe, dass ihr wenigstens noch irgendwas am Sonntag sehen könnt. Und die Woche drauf spätestens wird dann die Weihnachtsware online gehen. Ich glaube nicht, dass ich am Wochenende es schaffe, alles fertig zu machen, wenn ich wieder da bin. Wer weiß, sag niemals nie. Ne? Ich bin ja dann gut erholt und voller Tatendrang und Kraft wieder da. Vielleicht kann ich dann doch ordentlich Gas geben. Da lasst euch mal überraschen. Und ja, dann sag ich mal so, habt eine angenehme Woche, entspannt euch mal ein bisschen, kommt runter, nehmt euch ganz viel Zeit zum Painten, damit ihr richtig schön viel weggepaintet habt und wieder Platz habt für neue Sets. Und dann habt viel Spaß mit euren Bildern und den Sachen, die ihr so macht. Stalkt mich auf meinen ganzen anderen Kanälen, ihr findet mich auf Instagram, Facebook und TikTok. Gerne bitte ein Abo dalassen, ist umsonst, kostet euch nichts. Und wenn ihr die Glocke abonniert, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Und in diesem Sinne sag ich... Tschüss.